Heute geht es ums Thema Instagram-Hashtags und ich zeige dir einen Hack, mit dem du nachvollziehen kannst, von welchen Hashtags du die meiste Reichweite bekommst. Schauen wir uns gleich an bei mir auf dem Handy. Bis dahin, lass schon mal einen Daumen nach oben da und jetzt geht's rein ins Intro. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Dann legen wir doch mal direkt los. Du weißt es selbst, wenn du bei Instagram einen Beitrag organisch postest, kannst du danach auf Insights ansehen, gehen hier auf diesen Punkt und kannst gucken, wie viele Impressionen über Hashtags kamen. Ja, aber du siehst nicht, über welche Hashtags direkt wie viele Impressionen kamen. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel mehrere Hashtags verwendet, School of Digital, GoDaddy.de und auch GoDaddy, und ich weiß aber nicht, wie viele Impressionen ich über diese Hashtags bekommen habe. Und jetzt machen wir den kleinen Trick. Ich drücke jetzt mal auf Hervorheben und tue so, als wollte ich eine Werbung schalten. Drücke jetzt mal hier auf mehr Profilaufrufe, dann auf Weiter. Das lassen wir auf automatisch und da drücken wir auch mal auf Weiter. Und wenn wir jetzt am Schluss, ja, bei dem Punkt sind, kurz bevor wir diese Promotion erstellen, können wir einfach wieder zurückgehen. Und wenn wir jetzt zurückgehen und auf Abbrechen, haben wir die Möglichkeit, unsere Promotion als Entwurf zu speichern. Und wenn wir hier jetzt mal draufgehen und dann auf unsere Insights vom Beitrag, werden wir jetzt unten Impressionen von Hashtags sehen. Und du siehst hier, vorher hatte ich da noch gar keine Anzeige, dass ich über das GoDaddy-Hashtag 4 Impressionen bekommen habe, über GoDaddy.de 3 und über School of Digital 2. Ich habe kein Geld ausgegeben, ich habe nur so getan, als wollte ich eine Promotion erstellen und zack, habe ich meine Insights hier ein bisschen verbessert, vergrößert und kann noch direkt sehen, was über Hashtags kam. Ja, es funktioniert nicht bei jedem Account, vielleicht funktioniert es bei dir nicht. Probier es einfach mal aus, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt gehe ich hier mal wieder zurück und auf Promotion fertigstellen und lösche diesen Entwurf wieder bei Entwurf verwerfen. Und ich kann es dir jetzt auch gerne nochmal zeigen, wenn wir jetzt wieder auf diesen Beitrag gehen und dann auf Insights ansehen, wirst du merken, ups, das ist nicht mehr da, der Bereich mit den Hashtags. So, probier es einfach mal aus und wenn du herausgefunden hast, welche Hashtags bei dir gut funktionieren, dann überleg doch einfach mal, die auch zielgerichtet einzusetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt du einen Daumen nach oben da und abonnierst den Kanal. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video hier kostenlos und wenn du mehr Social-Media-Tipps von mir haben willst, komm rein in die Dan Gang, Patreon-Account unten verlinkt in der Beschreibung. Ich bin raus, Peace.